So, da. Ja, sicher. Zeig mir, was du hast. Show me what you got. Eisenstangen haben wir jetzt schon selber. Kupferrohr. Ja, nicht so besonders. Lederuniform. Schauen wir mal. Okay, die Wachuniform, die ist jetzt schon heftig. Schauen wir mal, was wir alles so verkaufen können. Die kaputte Leuchte zum Beispiel, die brauchen wir sicher nicht mehr. Der Anzug brauchen wir, den alten auch nicht mehr. Wie viel Geld haben wir noch? 2,28. Stoff. Stoff können wir ein bisschen was verkaufen, haben wir eh genug. Ich weiß nicht, irgendwie lacht mich da schon was an. Und zwar diese Wachuniform. Wir haben eh zu wenig Geld noch, aber würden wir jetzt die andere Kleidung verkaufen? Dann sparen wir noch ein bisschen, würde ich sagen. So. Da oben ist Tranquility und unten ist ein ungewöhnlicher Ort, verlassenes Gebäude. Unsere Quest sagt was? Okay, das sind drei jetzt. Find Arsch gewesen. Quests. Ein ungewöhnlicher Ort, eine alte Freundin. Reden wir mal mit der Freundin, würde ich sagen. Bevor wir da weitergehen. Das führt uns da rein. Was ist da? Okay, so eine Art Bar dürfte da sein. Schauen wir mal ganz kurz. Okay, Bar ist auch nicht. Ist einfach so ein Zwischending, wo man was finden kann. Kann man da doch was finden? Scheint nicht. Gut, dass wir da geschaut haben. So, ich sollte wieder anfangen, die Leute auch auszusaugen mit dem Serum, weil wenn wir das gemacht hätten, hätten wir uns schon die Rüstung leisten können. Man will halt nicht zu böse sein, aber anscheinend geht's nicht anders. Oh shit. What's wrong? This city is a fucking nightmare now. You can't go 3 feet without a patrol stopping you. There's a checkpoint up ahead. They're stopping everybody. And I would just get my papers stolen. Is there any way around the checkpoint? Not to where I'm going. There's always a way to get replacement papers, of course. But the guy who does them is kind of hard to find, you know? The authorities are on his ass big time. The war's over, so why check everyone? Well, I guess it's because of politics. I probably shouldn't say this to someone I don't know, but the technomancers didn't make too many friends when they took out the militia. Now there's a resistance. Guys against the authorities. That's why we got all these checkpoints. That and because it seems there's some guy in town who's on the run.
I even heard that the Technomancers hired a bounty hunter to track him down. But, well, you know. Anyway, none of it's good for business. You said something about a guy who does papers. Wouldn't know where he hangs out, would you? I run a bar, so I hear things. But look, I'll tell you if you get ID for me, too. Yeah, okay, I'll get some for you. So, where can I find him? Thanks, buddy. He's hiding out in the north neighborhood, where the gangs run the place. You be careful, it's pretty hot there. Later. Okay. Dann müssen wir durch die Slums. Eigentlich. Ist gleich wieder eine Nebenmission wahrscheinlich. Ist da noch irgendwas? Außer Mutanten. Ah, da kann man gleich in die Slums reingehen. Okay, probieren wir es einmal. Hinweis. Die meisten Waffen und Rüstungen können verbessert werden. Das weiß ich. Ist nur die Frage. Es wird sicher als Nebenmission gehandelt werden, schätze ich einmal stark. Falsche Papiere, ja. Ist klar. Aber vielleicht sollte man doch noch ins Versteck zuerst gehen. Vielleicht kommen da noch mehr Quests daher. Ich weiß, ich habe jetzt die Meinung geändert. Aber wir müssen ja auch schauen, dass wir da irgendwie weiterkommen. Und wenn wir dann so lange Laufwege haben, ist es dann schon komplizierter. Dann werden wir zuerst einmal in das geheime Versteck da wandern. Ein bisschen die Karte hilft mir am Anfang orientierungsmäßig. Weiß, es ist vielleicht nervig für euch, aber für mich hilft es immer, da ein bisschen weiter zu kommen. Darunter. Da haben wir einen Händler. Da gehen wir aber da weiter. Durch die Tür. Okay, dann sollten wir es gleich haben. Ah, wir müssen ein paar Junkies vertreiben. So, es gibt Tower. So, dann werden wir den einmal unter Strom setzen. Dann hat es sich ausgejunkt. Ich glaube, Junkies kann ich schon erledigen. Gibt Serum. So. Ich glaube, irgendwo ist noch einer gelegen, ja. Ich möchte nicht kämpfen, ich möchte den aus erledigen. So.
Cool, ein Erfolg freigeschalten. Yippidabidu. Das ist sehr, sehr nett. Und? Ich weiß nur nicht, wo es weitergeht. Ah, hochklettern. Kletter, 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 kletter. Und noch mehr Junkies. Bam, bam, bam. So. Der ist betäubt und das ist er gleich ausgeschalten. Ja, ein Schock in den Arsch. We're gonna need information, and I figure we're gonna need charity for that. Super. Junkies haben jetzt auch vertrieben. Die wird keiner suchen. Dabei. Dafür wirst du erledigt. So. Ah, da war noch einer. Ah, da ist er. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Na komm, ich will ihn alle machen. Auch Serum. So. Die haben da wahrscheinlich Karten gespielt und sich nichts dabei gedacht. Komme ich da hin? Das ist die große Frage. Die 1-Million-Dollar-Frage. Wo komme ich dorthin? Schauen wir mal. Mal kurz mit Innocence wieder quatschen. Vielleicht hat er ja. Ich will ihn nicht killen, ich will mit ihm reden. Yes. I have a few questions to ask you, if it's okay. You seem to be only thinking about the resistance. Why? It's true. I hope they'll help me understand. To get over my parents too. And I can't just stand back. I have to do something or I'll go crazy. I understand. Was haben deine Eltern gemacht? To get their house destroyed like this, my guess is your parents weren't just anybody in the militia. I honestly didn't care about that stuff at all before I went to war. But it's true, a lot of people used to drop by to see them. Asking for advice, all that kind of stuff. Man, do I regret not paying more attention. And not telling them to drop it all. No point in thinking about the past now. You holding up? I don't know. Sometimes I feel like I'm out of it. And sometimes I'm full of anger. But I'll be fine. Du weißt, dass du dich auf mich verlassen kannst. If you ever need a hand, you can count on me. Thank you, really. It's hard, but thanks to you, I think I'll be fine. And at least I have a goal now. Something I can work towards. Come on, let's go. Serum und Eisenstange. Eisenstange können wir wieder gut verkaufen. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich die Hauptaufgabe. Wir haben zumindest einen Lagerplatz, sagen wir es mal so. Mal kurz schauen. Oh, Charity Pie ist wo ganz anders. Also wir haben wieder genug Aufgaben, uns wird nicht fahrt so leicht.
glaube, jetzt müssen wir mal runter. Diese Richtung. Jetzt schauen wir noch an der Sherry die Bar auch noch vorbei. Jetzt sind wir jetzt schon so viel in die Slums geschickt worden. Das ist echt auszahlt. So, dann haben wir den Händler wieder. Natürlich will ich deine Waffen sehen, darum bin ich auch hier. Zeig mir, was du hast. So. Wir werden einmal die Eisenstange, was wir da haben, verkaufen. Braucht man gar nicht mehr. Zweimal braucht man es nicht. Und ist schon ein Botzen wert. So, jetzt haben wir 361. Da könnten wir uns diese Wachuniform kaufen. Also das ist unsere, den wir verkauft haben. Ja, das nehmen wir die Wachuniform, oder? Die werden wir jetzt gut aufrüsten und dann haben wir, glaube ich, gegen so Elektroangriffe mal gute Eigenschaften. So. Ah, die kann man gar nicht aufrüsten? Nein, so ein Schaß. Na, Kacke. Ich dachte, die wäre echt gut, dass man die noch ein bisschen aufrüsten könnte. Ich habe einen schlechten Ruf. Okay. Wahrscheinlich, weil ich so viel aussorge. Na, dann bringt das gar nichts. Kann ich die wieder verscherbeln? Oder wer weiß. Schauen wir mal, wie viel wir zurückkriegen würden. Wenn wir die verkaufen würden. Die Hälfte zumindest. Na, lassen wir es. Vielleicht brauchen wir es noch, wenn wir uns vielleicht irgendwo einschmuggeln müssen. Wenn nicht, war es halt leider ein nicht so guter Verkauf. Ah, es geht ja eine andere Richtung da auch noch. Warte, ich glaube, da war was. Einen schlechten Ruf haben wir natürlich, wenn wir die Leute ja aussaugen und töten. Serum ab. Abzapfen von ihnen. So, jetzt müssten wir eigentlich schon, glaube ich, in der Nähe von der Bar sein. Okay, jetzt sind wir dann gleich in der Bar. Dann schaue ich mir nur kurz außen rum. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Ah, scheint nicht. Oh ja, da. Der schaut einfach wild links, rechts. Ja, das ist Charity. Hübsches Kindchen. Doch nicht. The handsome boy is back. And with a cute little boy, too. Care to introduce us? Charity, this is Innocence. Innocence, this is Charity. The great lady of Chatelaire. The great lady? Don't listen to him, boy. I used to be a whore. Nothing more. But I don't keep my ears plugged. That's kind of why we came to see you. We'd like to know what happened to some former members of the militia. Former militia? His family, I suppose. Poor kid. Pretty much all of them were arrested in a single night. No one knows what happened to them after. I imagine there's a kind of a resistance movement seeing what the government's like. Kid wants to get in touch with them. Hmm. You know, they're a secret society. And a secret society is, well, secret, you see? They don't exactly carry signs saying who they are. It'll take time. And I need a favor.
A friend of mine disappeared. And she's not the kind of girl anyone files a missing person on, if you see what I mean. She left a while back to go to Tierville, and she never came back. Find her, boy, and I'll find the resistance for you. In the shopping district, huh? All right, I'll take care of it. Super. Eine nette Hure ist sie. So. Aber wir machen vorher die Slums-Quests. Schauen wir nochmal kurz zum Händler. Die andere Rüstung wäre vielleicht die richtige Wahl gewesen. Ja. Zeig, was du hast. Diese Lederuniform wahrscheinlich. Weil die. Ja, ich hätte nur schauen müssen, die kann man ja gar nicht aufrüsten. Bin blind wie ein Händler. Wie gesagt, vielleicht brauchen wir es ja zufälliger noch. Weiß ich noch. Schauen wir mal. Die chemischen Komponenten sind ganz schön viel wert, sehe ich gerade. Und so könnte ich mir die eigentlich leisten. Die andere Resider. So. Schauen wir mal, was wir aus derer machen können. Da haben wir mal die besten Komponenten rein. Okay, da ist zu wenig, da machen wir dieses. Und dann dabei dieses. Dann schauen wir, was rausgekommen ist. 38,12. 44,10. 0,1. Ja, wir haben leider nicht die richtigen Komponenten gehabt. Wir werden es dann noch ein bisschen umrüsten, aber ich glaube, man kann mehr rausholen aus der Rüstung. Außer wir könnten die recyceln, glaube ich. Und wenn wir die jetzt anziehen, könnten wir die vielleicht. Ah, ich brauche was gegen Elektrizität. Technokrieger würde ich brauchen. Da fehlt mir aber Hardware. Vielleicht kann er auch Hardware zum Verkaufen. Mal schauen. So. Brauche aber noch einmal Technokrieger. Dann wird es einigermaßen besser sein. Da will man Hardware und Leder. Aber ich kann uns das dort bei denen auch kaufen. Ja, sicher. Show me what you got. Ja, der hat Hardware zum Verkaufen. Aber dann müssen wir mal verkaufen, damit wir das wieder reinkriegen. Metallschrott, da haben wir genug. Chemische Komponenten, glaube ich, das passt auch. Und jetzt kaufen wir ein bisschen ein. Und zwar, was haben wir gebraucht? Ich glaube, Hardware. Oh, die Hardware. Hardware war es, oder? Warte, ich schaue nochmal sicherheitshalber nach. Und ich. Technokrieger will, brauche ich 4x Leder und 7x Hardware. 4x Leder und 7x Hardware. Show me what you got. Also,
gesagt, 7-mal Hardware. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und Leder brauche ich auch 4-mal. 1, 2, 3, 4. So, jetzt müsste ich eigentlich die Komponenten haben, um noch einmal was rauszuholen. Ich weiß. So. Ich glaube, jetzt schaut es gar nicht so schlecht aus. Also Schaden halten wir definitiv jetzt mehr aus. Ja, es ist einmal ein bisschen anders halt. Wir haben es einmal ausprobiert, jetzt schauen wir weiter. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt mit dem Ganzen. Aber es gehört ja auch dazu, dass man seine Ausrüstung verbessert.